steigt auf. So einfach kann Fußball manchmal sein. FUPA Rheinhessen ist heute zu Gast für euch bei dem Relegationsrückspiel TuS Dexheim gegen die Spielvereinigung aus Gau Algesheim. Eine Wahnsinnskulisse bietet den Rahmen für ein hochinteressantes Fußballspiel. Wir gehen aber nicht hoch mit Rabenruhe. Das Spiel war mit Anpfiff geprägt von vielen Zweikämpfen. Schiedsrichter Frank Wittke musste ein ums andere Mal die Spieler beider Mannschaften zur Disziplin ermahnen. Auch die fast 1000 Zuschauer auf dem Dexheimer Hartplatz trugen sicherlich dazu bei, dass die Spieler teilweise sehr nervös agierten. In der ersten Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie mit einem leichten Chancenplus für Gau Algesheim. Was Gästetrainer Max Reichenberger nicht sonderlich geschmeckt haben dürfte, war die Tatsache, dass er bereits in der ersten Halbzeit zwei Wechsel durchführen musste. Beim Spielstand von 0:0 ging es in die Kabinen. In Halbzeit 2 war dann Gau Algesheim die wachere Mannschaft und setzte Dexheim unter Druck. Die Umstellung auf den ungewohnten Untergrund tat im Spiel der Gäste keinen Abbruch. Mitte der zweiten Halbzeit war der Spielfluss durch viele hohe Bälle gestört. In der 75. Minute war es dann soweit. Ein Hammer von Thorsten Vierfass besorgte das 1:0 für die Gäste. Zwar warf Dexheim im Anschluss nochmals alles nach vorne, aber es gelang der Mannschaft von Matthias Neuschel nicht mehr, das Spiel noch zu drehen. Mit 1:0 gewinnt Gau Algesheim das Relegationsrückspiel gegen Dexheim und steigt damit verdient in die A-Klasse Mainz-Bingen auf. Der Torschütze zum 1:0 für die Spielvereinigung Gau Algesheim, Thorsten Zierfers, mit 40 Jahren der Routinier der Mannschaft. Das 1:0, der Aufstieg in die A-Klasse. Ihr Fazit kurz nach dem Spiel. Einfach geil. Einfach geil. Und jetzt? Jetzt feiern. Nur feiern. Morgen schon freigenommen? Ja. Übermorgen wieder erst oder die ganze Woche frei? Übermorgen wieder. Alles klar. Alles klar. Wir gratulieren zum Aufstieg. Danke. Und alles Gute. Danke. Wir gratulieren. Dankeschön. Zunächst einmal. Vorsicht, nasse Hände. Kein Problem. Über die Großen. Der Aufstieg in die A-Klasse jetzt gelungen. Das war jetzt der vierte Anlauf mit mir unter meiner Ägide. Und jetzt sind wir wirklich froh, dass wir das mal geschafft haben. Wir waren jedes Mal mit vorne dabei. Zweiter, dritter, vierter. Und jetzt haben wir es endlich mal gepackt. Denn die Mannschaft ist eigentlich ganz klar in der Lage, A-Klasse zu spielen. Weil sie eben vom Technischen her kommt und vom Technischen lebt, was heute natürlich für uns tödlich war. Weil heute musste man es anpassen. Da gab es keine andere Möglichkeit, als hier den Kick and Rush scheißdreck mitzuspielen. Aber das haben wir gut gemacht und aus dem Grund bin ich sehr zufrieden. Wo es einen Sieger gibt, gibt es auch immer einen Verlierer. Das ist bitter für Sechsheims Trainer Matthias Neuschel, jetzt bei uns auch im Interview. Tja, die Jungs haben Angst vor ihrer eigenen Courage heute gehabt. Wir hatten nicht so viel Torschance, sage ich mal, im ganzen Spiel. Entwickeln uns kontinuierlich weiter, trotz dem Platz, trotz der Umstände, trotzdem, dass es bei uns keine finanziellen Mittel gibt. Aufgeben ist nicht ein Dexheim. Herr Neuschel, vielen Dank für die offenen, ehrlichen Worte, auch in der Situation. Wir wünschen alles Gute. Wir wünschen alles, alles Gute. Geilsheim gewinnt auf dem Hartplatz 1:0.